Unser Sender ist Partner der regionalen Wirtschaft und Institutionen. Diese Sendung entstand in Kooperation mit dem Krankenhaus der Barmherzigen Brüder. Guten Abend, herzlich willkommen zu unserem TVA Gesundheitsforum. Noch immer ist Brustkrebs die mit Abstand häufigste Krebserkrankung bei Frauen in Deutschland. Aktuelle Zahlen gehen davon aus, dass jährlich rund 71.000 Frauen in Deutschland erkranken. Wie immer bei Krebs gilt, je eher man die Erkrankung erkennt, desto besser sind natürlich die Heilungschancen. Und oftmals können die Ärzte mittlerweile sogar brusterhaltend operieren. Das heißt, es muss nicht die ganze Brust entfernt werden. Es reicht, wenn man sozusagen den Tumor entfernt. Doch das geht eben auch nicht immer. Aber auch für diese Patientinnen gibt es dann die Möglichkeit, die Brust hinterher wieder aufbauen zu lassen. So heißt es in der Fachsprache. Wie das funktioniert und wann das nötig sein kann, darüber spreche ich heute mit zwei Experten bei uns im Studio. Zum einen ist gekommen Frau Dr. Andrea Hofstetter. Sie ist Oberärztin an der Abteilung für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder. Und bei uns ist Privatdozent Dr. Markus Spieß. Er ist der Chefarzt der Klinik für plastische und wiederherstellende Chirurgie. Freut mich, dass Sie beide da sind. Ja, guten Abend, Herr Lindner. Frau Dr. Hofstetter, statistisch gesehen erkrankt etwa jede achte Frau in Deutschland an Brustkrebs. Wir wollen jetzt keine Angst machen, aber ich denke, die Frauen sollten sich mit dem Thema schon auseinandersetzen. Gibt es bestimmte Risikogruppen oder ein bestimmtes Alter, ab dem man mal wirklich ernst darüber nachdenken sollte? Es gibt Risikogruppen und es gibt auch mit Sicherheit einen Altersgipfel, der um den Wechsel herum ist. Deswegen ist ja auch das Screening eingeführt worden zwischen dem 50. und 69. Lebensjahr. Es gibt aber auch einen zweiten Gipfel im Alter. Aber im Prinzip kann in jedem Lebensalter von der jüngsten Patientin mit 18 angefangen bis 91 ein Krebs auftreten. Die Deutsche Krebsgesellschaft geht davon aus, Brustkrebs ist zwar die häufigste, aber nicht immer die gefährlichste Erkrankung. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall kann man heute ganz viele Frauen heilen, das heißt wirklich von ihrem Krebs befreien. Kommt auf die Krebsform an natürlich und auch auf die Ausdehnung zum Teil und auf die Ausbreitung. Und wie Sie schon gesagt haben, je früher man was erkennt, desto eher kann man helfen. Ja. Herr Dr. Spieß, wir werden später noch ausführlich über die Methoden, über die Möglichkeiten eines Wiederaufbaus der Brust sprechen. Sollte das tatsächlich bei der Patientin eben nötig sein, dass man die Brustdrüse und den Muskel entfernt? Trotzdem an der Stelle schon mal die Frage, wie erleben Sie denn die Patientinnen zu Beginn so einer Behandlung? Kann das schon mal im Hinterkopf auch eine Rolle spielen, dass es die Möglichkeit gibt, die Brust wieder aufzubauen? Oft ist es so, dass natürlich die Lebensbedrohung oder die gefühlte Lebensbedrohung durch den Krebs im Vordergrund steht. Aber sobald dann weiter nachgedacht wird, kommt vor allem bei den jungen Patientinnen immer das Thema auf, wie kann ich mich als Frau dann wieder vollwertig fühlen, wie kann die Brust wieder aufgebaut oder wie kann ich wieder eine Brust bekommen, dass ich mich als Frau wieder normal bewegen kann, dass ich mich wieder vollwertig fühle. Gibt es auch vielleicht so ein Stück irgendwo Sicherheit während dieser langen Behandlungsphase, dass man weiß, man kann die Brust wieder rekonstruieren lassen? Wenn das Thema besprochen ist und wenn man sich darüber ausgetauscht hat, hilft es den Patientinnen sicher, auch diese ganzen Maßnahmen, die therapeutisch erforderlich sind, über sich ergehen zu lassen und damit auch besser zurechtzukommen. Und da durchzuhalten, das kann ja doch mal längere Zeit gehen. Frau Dr. Hofstetter, gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Soweit muss es ja vielleicht gar nicht kommen, dass eben die ganze Brust entfernt werden muss. Ich habe mal die Kolleginnen in der Redaktion gefragt, was Ihnen so wichtig wäre zu dem Thema. Und da kam die Frage auf, wie kann ich denn selbst vielleicht die Brust abtasten, um da mögliche Knoten schon mal zu entdecken? Das ist eigentlich auch immer noch die häufigste Art, dass der Tumor entdeckt wird, weil die Frau ihren Körper ja gut kennt. Und wenn sie zum Beispiel nach der Periode, wo die Brüste eher weich sind und gut beurteilbar sind, das abtastet, dafür gibt es Anleitungen, die kann man auch sich an den Spiegel hängen im Badezimmer und dann weiß man, wie man das zu machen hat, dann merkt sie doch relativ häufig den Tumor selbst. Durch die Früherkennung auf der anderen Seite werden halt kleinere Tumoren erkannt, die man nicht selber tasten kann. Kommt ja auch auf die Größe der Brust an und auf die Beschaffenheit. Das ist bei Älteren, wird die Brust ein bisschen weicher, das ist auch besser zu tasten. Aber
mit der Früherkennung rutschen wir auch in diese höheren Zahlen hinein, die entdeckt werden, weil eben auch ganz kleine Tumoren über Bildgebung entdeckt werden können. Wie geht es dann weiter, wenn tatsächlich der Verdacht auf Brustkrebs besteht? Sei es, eine Frau fühlt da vielleicht selber einen Knoten oder der Frauenarzt hat einen Verdacht. Darüber sprechen wir gleich im zweiten Teil unseres Gesundheitsforums. Willkommen zurück. Wir sprechen heute über das Thema Brustkrebs und Wiederaufbau. Frau Dr. Hofstetter, wir waren ja an der Stelle stehen geblieben, wenn eine Frau vielleicht einen Knoten bei sich spürt oder der Frauenarzt irgendwie einen Verdacht hat. Wie geht es denn dann weiter für die Frauen mit der Abklärung? In der Regel ist es so, dass sie dann zunächst die Mammographie bekommt, das heißt ein Röntgen von der Brust und einen Ultraschall. Und heutzutage ist es üblich und es ist auch sehr gut so, dass die Knoten durch eine Gewebeprobe schon abgeklärt werden. Das sind so kleine Stanzbiopsien, nennt man das. Da wird mit einer etwas dickeren Nadel Gewebe aus dem Tumor entfernt, sodass man mit Sicherheit sagen kann, das ist Brustkrebs oder es ist eine Vorstufe von Brustkrebs. Das hat sich sehr gut etabliert, sodass eigentlich über 90% der Patientinnen wissen, mit diesem Wissen auch schon in die Klinik kommen. Und das ist auch ganz wichtig. Jetzt kann man grob zwei Szenarien unterscheiden. Es kann ein Tumor sein, den man vielleicht lokal entfernen kann in der Brust, nur den Tumor. Es kann sein, man muss die ganze Brust entfernen. Wovon hängt das denn ab? Also sehr häufig weiß man vorher schon, dass man brusterhaltend operieren kann. Das sollte man auch in 70-80% der Patientinnen hinbekommen. Und dadurch, dass die Befunde ja relativ klein sind, ist es auch machbar. Es kann allerdings sein, dass Frauen mehrere Herde in der Brust haben. Dann wird es natürlich schon schwieriger, wenn die nicht in einem Viertel zum Beispiel sich befinden oder dass sie sehr ausgedehnte Vorstufen hat. Und da weiß man, dass man nicht brusterhaltend operieren kann. Dann weiß man das von vornherein, wenn sich durch das Röntgenbild zeigt. Manchmal weiß man es allerdings auch erst durch die feingewebliche Untersuchung, die ja mit dem Gewebe, jedes Gewebe, das aus der Brust entfernt wird, wird vom Pathologen untersucht. Und da kann es sich herausstellen, dass eben Vorstufen, die man nicht mit freiem Auge sieht, die man auch nicht tasten kann, in dem Präparat dann sind und dann nochmal operiert werden muss. Ja, da hat man dann die Sicherheit, nach der OP das Gewebe untersuchen zu lassen. Während der Operation würde man da aber nicht umswitchen oder sagen, wir wollen Brust erhalten oder nicht Brust erhalten operieren. Das ist in der Regel nicht üblich, weil die Frauen aufgeklärt sein müssen. Also es gibt ganz selten eine Frau, die dann sagt, dann machen wir das gleich, sondern die möchten dann natürlich schon nochmal einen genauen Befund und ein genaues Gespräch. Und gerade bei den Vorstufen ist es so, dass die Pathologen das auch nicht im Schnellschnitt sagen können. Mhm. Da muss man abwarten. Das dauert in der Regel 3-4 Tage, bis man diese Befunde hat dann. Jetzt muss, wenn tatsächlich so ein Tumor vorliegt, der aufgespürt werden und man will dann auch den sogenannten Wächterlymphknoten untersuchen, mitunter auch entfernen. Wir zeigen Ihnen das jetzt, Dr. Hamid Reza Ligwani, der hat uns mal erklärt, wie das funktioniert. Wir befinden uns in der Abteilung für Nuklearmedizin. Hier der Untersuchungsraum, nehmen wir eine Gamma-Kamera und an diese Kamera werden sämtliche nuklearmedizinische Untersuchungen durchgeführt, unter anderem auch die Wächter-Lymphknoten-Diagnostik, eine Lymphszintigraphie der Mama. Die Patienten liegen auf dieser Liege, werden eine kleine Menge radioaktive Flüssigkeit injiziert bekommen unter dem Warzenhof. Die Flüssigkeit wandert über Lymphgefäße in die Lymphknoten in der Achselhöhle. Das wird szintigraphisch mit Hilfe dieser Kamera festgehalten. Und Bilder, die generiert werden, dienen dem Operateur als eine Orientierung, um die Lymphknoten zu lokalisieren. Sie sehen hier in der oberen Bildreihe die Injektionsdepots. Die Flüssigkeit befindet sich unter dem Warzenhof und diese Stelle wird im Laufe der Untersuchung mit einer Bleiplatte abgedeckt, die Sie unten sehen können. Im Laufe der Untersuchung stellen sich die Lymphknoten oberhalb der Bleiabdeckung dar. Und bei dieser intensiveren Anlagerung, die Sie sehen können, handelt es sich um den Wächterlymphknoten, den man mit Hilfe der Gammasonde detektiert und intraoperativ entfernt.
Wir sind jetzt mit der Patientin in unserem OP. Am Vortag wurde die Sentinel-Markierung in der Nuklearmedizin durchgeführt. Es ist ein Lymphknoten gefunden worden. Diese Daten wurden uns bereits übermittelt. Und diesen Lymphknoten werden wir jetzt mit der Sonde aufsuchen, dort einen kleinen Hautschnitt machen und genau gezielt nur diesen einen Wächterlymphknoten entfernen. Manchmal sind es auch zwei oder drei. Auf jeden Fall ist diese Methode sehr viel schonender als die frühere OP, in der man routinemäßig 10 bis 20 Lymphknoten, die in vielen Fällen gar nicht befallen waren, entfernt hat. Mit dieser Sonde wird der Lymphknoten jetzt aufgesucht. Als Probe kann man immer erstmal schauen, wo ist die Hauptinjektionsstelle, die ist rund um die Mamille. Und sehr schön sieht man bei ihr auch und hört vor allem auch, wo muss dieser Sentinel-Lymphknoten sein, dieser Wächter-Lymphknoten. In dem Fall sehr schön zu detektieren. Direkt darüber wird der Hautschnitt gelegt, sodass man einen sehr schonenden Operationsweg wählen kann. Das ist jetzt ein Lymphknoten, in dem, wenn man jetzt direkt mit der Sonde drauf geht, hört man sehr schön, das muss der Wächter-Lymphknoten sein und wird dann über 10 Sekunden gemessen und hat einen sehr hohen Ausschlag. Also kann man sicher sein, dass man den richtigen Lymphknoten entdeckt hat. Der wird jetzt abgegeben und in der Pathologie histologisch aufgearbeitet. Also man kann diesen Wächter-Lymphknoten, sozusagen den ersten Lymphknoten nach dem Tumor, sehr genau aufspüren. Frau Dr. Hofstetter, der wird immer entfernt. Warum ist denn so wichtig, dass man den auch noch mal genau untersucht? Also man geht davon aus, dass der Lymphknoten oder die Lymphknoten, alles was aus der Brust kommt, sei es jetzt eben diese radioaktive Substanz oder eben auch Tumorzellen, erstmal auffängt und abfängt, bevor es in den weiteren Lymph- und Blutkreislauf übergeht. Und dann wird bewiesen über die feingewebliche Untersuchung, ob in dem Sentinel Tumorzellen drin sind oder nicht, was für die weitere Therapie schon mal entscheidend sein kann. Nicht muss, aber sein kann. Herr Dr. Spies, jetzt haben wir schon sehr viel gehört über Diagnose, über mögliche Behandlungsmethoden. An welchem Punkt können denn die Patientinnen sich sozusagen auch schon mal Gedanken machen über einen möglichen Wiederaufbau? Aus unserer Sicht ist es sehr wichtig, dass das möglichst früh passiert. Das wird im Rahmen der Vorstellung in der Sprechstunde schon passieren. Wenn die Therapie geplant wird, wenn die Operation geplant wird, wird das Thema angesprochen und die Patientinnen sollen sich dann in Ruhe Gedanken machen können, ob sie einen Aufbau wünschen oder in welcher Form das auch geschehen soll. Aber man muss sich, glaube ich, nicht sofort dafür entscheiden. Man hätte die Option auch hinterher nach der Entfernung. Also die Möglichkeit für einen Brustaufbau mit den verschiedenen Möglichkeiten gibt es eigentlich zeitlebens. Das muss nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt erfolgen. Es gibt Methoden, die sofort leichter durchzuführen sind als zum späteren Zeitpunkt. Aber prinzipiell kann der Brustaufbau zu jeder Zeit durchgeführt werden. Über die Methoden, da unterhalten wir uns gleich noch weiter. Wir wollen dann nämlich wissen, wie funktioniert das prinzipiell, der Wiederaufbau der Brust. Und das sehen Sie jetzt gleich im dritten Teil unseres Gesundheitsforums. Sie sehen das TVA Gesundheitsforum heute mit dem Thema Brustkrebs und Wiederaufbau. Und wir sind jetzt gedanklich an der Stelle, an der Patientinnen sich mit dem Thema Wiederaufbau auseinandersetzen. Möchten Sie das machen lassen, wenn vielleicht die ganze Brust entfernt werden muss? Wir haben mal eine Patientin getroffen, die hat sich für so einen Brustwiederaufbau entschieden. Also meine Überlegungen waren diese. Zuerst hat es geheißen, ein Tumor habe ich. Am Bettel hat man dann zwei Tumore gesehen gehabt. Und Frau Dr. Hofstetter hat dann am Ultraschall 3 gesehen. Und da war dann eigentlich gleich mein erster Gedanke gleich ganz entfernt. Dr. Markus Spies kam früh mit der Patientin ins Gespräch. Denn auch was den Wiederaufbau der Brust anbelangt, hatte sie schnell ganz klare Vorstellungen. Ich habe mich für den Wiederaufbau entschieden, aus dem Grunde, weil ich einfach nicht ohne Brust sein wollte. Ich wollte es eigentlich im Endeffekt gleich wieder so schnell, wie es geht, da habe. Der Wiederaufbau der Brust erfolgt dann in mehreren Schritten. Im Anschluss an die eigentliche Tumoroperation setzen die Chirurgen im zweiten Teil der Operation einen sogenannten Expander ein. Hier links im Bild. Anschließend wird der Expander über mehrere Wochen gedehnt. Über ein Ventil kann immer wieder Flüssigkeit in den Expander gespritzt werden. Ist dann auch die Haut wieder entsprechend gedehnt und hat sich an das Implantat gewöhnt, tauscht der Arzt den Expander gegen die endgültige Prothese aus. Hier rechts im Bild.
Dieser Schritt kommt bei der Patientin erst in einigen Wochen. Sie trägt aber bereits den Expander in der operierten Brust und es geht bisher ganz gut. Für die 52-Jährige war es auch beruhigend zu wissen, ihre Brust kann nach der Tumorentfernung wieder nachgebildet werden. Das war Hilfe, das war wirklich eine Hilfe, weil man einfach dann merkt, man hat wieder eine Brust und läuft nicht ohne Brust umeinander. Ja, das ist natürlich eine ganz individuelle Entscheidung, die da jede Patientin für sich trifft. Herr Dr. Spies, wenn sich jetzt eine Frau für den Wiederaufbau entscheidet, wollen wir noch ein bisschen genauer drauf schauen. Es, glaube ich, gibt generell zwei Arten des Wiederaufbaus. Prinzipiell gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Die eine besteht darin, ein Implantat oder körperfremdes Material zu verwenden. Und die andere Möglichkeit ist, körpereigenes Material zu verwenden, wenn an bestimmten Zonen im Körper entsprechend überschüssiges Gewebe vorhanden ist. Gibt es da eine Empfehlung, dass man sagen kann, welcher Frau empfehlen Sie welche Methode? Im Prinzip muss jede Frau das gewählte Verfahren für sich selbst entscheiden. Beide Verfahren haben ihre Vor- und Nachteile und beide Verfahren sind zu bestimmten Zeitpunkten günstiger oder ungünstiger durchzuführen. Das muss man miteinander besprechen. Die Patientinnen werden darüber informiert und müssen dann für sich selbst entscheiden, ich kann besser mit dem körpereigenen Gewebe leben, auch wenn ich da an einer anderen Stelle am Körper noch eine zusätzliche Narbe habe, oder ich möchte ein Implantataufbau. Und ich kenne mich aus, wie das mit der Situation dann ist, was ich dann beachten muss hinterher und kann damit leben. Also körpereigenes Gewebe heißt, Sie entnehmen an einer Stelle so ein bisschen Gewebe und formen da sozusagen die neue Brust wieder draus. Das heißt, dass wir von einer Stelle, wie zum Beispiel am Unterbauch, das Gewebe entfernen. Das ist dann die Haut und das Fettgewebe, das da entfernt wird, das wird dann an die Bruststelle verpflanzt und dann entsprechend eingeformt, dass es dann eine Brustform ergibt. Das ist ein sehr beliebtes Verfahren, allerdings auch sehr aufwendig, kann aber zu jedem Zeitpunkt durchgeführt werden. Wenn sich jetzt eine Frau für Implantate entscheidet, dann könnte man, glaube ich, da schon beginnen, zeitgleich mit der eigentlichen Operation. Wie läuft das dann in etwa ab? Wenn sich eine Frau für eine Implantatrekonstruktion entscheidet, läuft es üblicherweise so ab, dass wir in der gemeinsamen Operation, bei der die Brust entfernt wird, ein auffüllbares Kissen einsetzen unter den Brustmuskel, um das dann schrittweise im weiteren Verlauf aufzudehnen, um ein entsprechendes Volumen zu erzeugen wie die gegenseitige Brust, um das dann nach einer gewissen Wartezeit, wenn auch die Therapiemaßnahmen, die unter Umständen noch erforderlich sind, abgeschlossen sind, das auszutauschen gegen ein endgültiges Silikonimplantat. Ich sage mal, wie viele Operationen in etwa sind dann nötig, bis die Brust wieder aufgebaut ist? Und muss man sich auch klar sein, es wird nicht ganz so sein wie vorher? Bei jeder Brustrekonstruktion gehen wir davon aus, dass im Schnitt 2 Operationen erforderlich sind. Bei manchen Fällen, wenn eine Patientin jetzt noch Feinkorrekturen haben möchte oder wenn wir noch eine Brustwarze zusätzlich anlegen wollen, eine neue Brustwarze, dann wird unter Umständen noch eine zusätzliche Operation erforderlich. Bei all diesen Maßnahmen muss der Patientin klar sein, dass es sich nicht um die eigene Brust handelt. Das heißt, auch die Form und auch die Konsistenz wird sich in einer gewissen Weise unterscheiden. Wir bemühen uns natürlich, das möglichst täuschend echt zu machen, aber das gelingt eben nicht immer, in vielen Fällen, aber nicht immer. Frau Dr. Hofstetter, manchmal kommt auch noch die Frage auf, könnte theoretisch bei so einer wiederaufgebauten Brust auch noch mal ein Tumor entstehen? Man muss die Patienten darüber aufklären, dass auch nach einer kompletten Brustdrüsenentfernung ein gewisses Restrisiko besteht. Vor allem dann, wenn man in Einzelfällen, kann man ja auch die Brustwarze erhalten, wenn die erhalten bleibt. Aber es ist sehr selten. Wir dürfen den Hautmantel zwar nicht zu sehr ausdünnen, das ist dann zum Beispiel bei einer Prothese ungünstig, aber man muss während der Operation darauf achten, das Brustdrüsengewebe, soweit man es immer kennen kann, zu entfernen. Was immer wieder nachgefragt ist, ob das dann gut erkennbar ist, zum Beispiel wenn eine Silikonprothese drin ist, das ist es mit Sicherheit, weil die Prothese ist unter Muskel. Und wenn wirklich ein Rückfall kommen
sollte, dann ist der Übermuskel mehr oder minder in der Haut oder unter der Haut. Letzte Frage noch an Sie, Herr Dr. Spies. Unsere Zeit ist leider schon wieder abgelaufen, aber das ist natürlich ein sehr großes Thema. Man hat auch immer die Möglichkeit, als Frau, als Patientin, sich bei Psychoonkologen mal Hilfe zu holen. Ja, das ist bei uns im Brustzentrum im Paket mit inbegriffen. Das heißt, es ist eine Selbstverständlichkeit, dass die Frau auf ihren Wunsch hin das in Anspruch nehmen kann. Typischerweise stellen sich die Psychoonkologen bei der Patientin vor. Und wenn die Patientin dann äußert, dass sie Gesprächsbedarf hat und bestimmte Dinge diskutieren möchte, stehen die zur Verfügung. Dann danke ich Ihnen beiden, dass Sie heute da waren, dass Sie uns so viel erzählt haben über die Krankheit. Und ich denke, liebe Zuschauerinnen, heute vor allem, es geht natürlich schon eine Botschaft von dieser Sendung aus. Es gibt viel Unterstützung mittlerweile für Frauen mit Brustkrebs. Und wie eingangs schon gesagt, je eher man ihn erkennen würde, desto besser natürlich die Heilungschancen. Drum an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, nutzen Sie die Vorsorgemöglichkeiten. Ich verabschiede mich für heute und sage auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Unser Sender ist Partner der regionalen Wirtschaft und Institutionen. Diese Sendung entstand in Kooperation mit dem Krankenhaus der Barmherzigen Brüder.